Sie das? Gut. Ja, danke schön, Herr Bode, für die Anmoderation. Sie haben es auch schon ganz zu Beginn heute Vormittag gesagt. Bei mir geht es jetzt mehr um die Angebotsseite, also der Titel Konsum als Design ist so zu verstehen, wie werden wir eigentlich, indem wir Konsumenten sind, immer auch schon designt? Vielleicht klingt das im Folgenden ein bisschen so, als seien wir sehr ohnmächtig als Konsumenten, ganz so dramatisch meine ich es nicht, aber so auf diese Frage wollte ich es doch einmal ein bisschen zuspitzen jetzt in meinem Vortrag. Und beginnen würde ich ganz gern so mit der Feststellung, mit dem Punkt, dass ja in den letzten Jahrzehnten die Produzenten von Konsumartikeln jede Tätigkeit, jede Form von Erfahrung, jede noch so alltägliche Situation daraufhin untersucht haben, ob sich nicht irgendein Erlebnis, ein intensiver Moment, ein im weitesten Sinn gutes Gefühl damit verknüpfen ließe. Also das Leben der Menschen wurde in all seinen Facetten gründlicher betrachtet, als es jemals ein Schriftsteller oder ein Filmregisseur getan hat. Man ging daran, alles, was sonst eher beiläufig passiert oder sogar weitgehend unbewusst stattfindet, mit Hilfe eines passenden Produkts speziell in Szene zu setzen, um es zum Ereignis zu machen und um es eigens jeweils zu interpretieren. Die Folge davon ist zum Beispiel, dass wir heute für jede Tätigkeit in der Küche eigene Utensilien haben, sodass sich ein Kochvorgang fast beliebig ritualisieren, als ja, professionelle, als hochspezialisierte Handarbeit erfahren lässt. Und es gibt zum Beispiel natürlich unterschiedliche Duschgels für morgens und für abends, vor dem Sport, nach der Arbeit, im Übergang zu etwas Entspannendem, zu etwas Anstrengendem, sodass ein an sich profaner Vorgang in jeder Produktvariante mit einer bestimmten Bedeutung, mit einer bestimmten Erwartung überhöht wird. Genauso ist es bei Tees, genauso ist es bei Mineralwasser, bei Schokolade, bei Putzmitteln. Dieselbe Tätigkeit wird jeweils so anders interpretiert und dargestellt, dass es beinahe unangemessen erscheint, in allen Fällen noch dieselben Worte zu verwenden. Oder als Beispiel, was hat das Zähneputzen mit einer Oral-B White Pro 7000 von Braun mit Bluetooth-Anbindung, App-Support und der Programmierung durch den Zahnarzt gemeinsam mit der Zahnbürste Bambus, die von Manufaktur mit dem Hinweis auf komplette Kompostierbarkeit vertrieben wird. Also hier kann man fragen, bräuchte es nicht ein eigenes Verb für das hochtechnisierte, überwachte Zahnpflegemanagement und ein ganz anderes Verb für das Gefühl, die eigenen Zähne im Einklang mit den Kreisläufen der Natur zu putzen. Wir sehen an diesem einen Beispiel, Design und Marketing sorgen für Differenzen, wo sie bisher keine Rolle gespielt haben, oder anders gesagt, Design und Marketing organisieren Sensibilitäten. Und in Zeiten einer ja, marktwirtschaftlich verfassten Wohlstandskultur entstehen eben zahllose Dingvarianten, die immer noch feinere Facetten einer Tätigkeit, einer Situation wahrzunehmen und dann auch auszuleben erlauben. Dann könnte man sagen, die Produzenten der Dingwelten übernehmen eine Rolle, die lange vor allem Dichtern und anderen Sprachschöpfern zukam. Nämlich sie schaffen neue Wirklichkeiten. Realität lässt sich erzeugen, generell gesagt, indem man entweder durch ein Wort, durch eine Formulierung die Aufmerksamkeit auf eine Erfahrung lenkt und diese Erfahrung überhaupt erst identifizierbar macht, oder aber Realität lässt sich erzeugen, indem man diese Erfahrung im Umgang mit einem Ding ermöglicht, sie also kommodifiziert gestaltet. Noch ein Beispiel. Wer einen multifunktionellen Hometrainer entwickelt, verhilft dem Nutzer eines solchen Geräts zu einigen unverwechselbaren Körpererfahrungen und lässt diese bewusst eigens erleben, während sie in der Halbaufmerksamkeit des Alltags oft nicht spezifisch berücksichtigt werden. Dasselbe passiert, wenn ein Schriftsteller eine solche Erfahrung benennt. Der Autor Clemens Setz hat kürzlich damit begonnen, für alte, mittlerweile vergessene Worte des Grimmschen Wörterbuchs neue Bedeutungen zu finden und zu verbreiten. Und da gibt es eines dieser alten, neuen Wörter bei ihm, das heißt Garetzen.
und Garetzen wird von Setz folgendermaßen definiert: beim Sich-Ausstrecken am Morgen den Punkt suchen, an dem man das Gefühl bekommt, in ausgestreckten Zustande stecken zu bleiben, worauf man halb genussvoll, halb in Steckenbleib-Panik zu quurren beginnt. Das Wort Quurren wurde davor schon als das Gurgeräusch einer Katze bei einer Begrüßung von Setz eingeführt. Also dank der Beschreibung, die Setz uns hier liefert, lässt sich eine spezielle Körpererfahrung vergegenwärtigen, die vermutlich jeder von uns schon vage gemacht hat, ohne eigens darauf zu achten. Sobald sie dann benannt ist, intensiviert sie sich durch die Definition. Aber eben dasselbe kann im Gebrauch des Hometrainers geschehen, wenn man eben bestimmte Bewegungen einzeln ausführt und von anderen Bewegungen zu unterscheiden lernt. Schriftsteller und Designer sorgen somit für Vielfalt und Differenzen. Sie machen die Wirklichkeit wirklicher allein durch die Art und Weise, wie sie Aufmerksamkeit regulieren. Und natürlich wünscht man sich noch viel mehr andere Worte von Clemens Setz, also um zum Beispiel diese verschiedenen Formen des Zähneputzens auch angemessen zu beschreiben. Ja, so sehr es zu den Verdiensten der heutigen Konsumgesellschaft gehört, die Menschen eben infolge einer unvergleichlich ausdifferenzierten Produktkultur nuancensensibel zu machen, so wenig handelt es sich dabei um was historisch Erstmaliges. Das wollte ich sagen mit dem Hinweis auf die Rolle der Schriftsteller, der Dichter, der Philosophen deutlich machen. Insofern kann man auch bezweifeln, dass ja gegenwärtig nun wirklich differenzierter oder intensiver wahrgenommen erlebt wird, als eben in den Zeiten, in denen die Dichter und Denker und noch nicht so sehr die Designer ein Monopol auf das Ausloten semantischer Potenziale hatten. Allerdings, und damit komme ich jetzt eigentlich zum eigentlichen zentralen Punkt meiner Ausführungen, allerdings würde ich sagen, begnügen sich die Designer, die Marketing-Spezialisten heute nicht damit, dass sie einfach nur Unterschiede machen, wo bisher vielleicht keine Unterschiede gemacht wurden. Also statt nur so einen Bedarf für neue Wörter, insbesondere für neue Verben zu schaffen, besteht eine ihrer anderen Strategien im Gegenteil darin, etwas, nur weil es ein Verb dazu gibt, überhaupt erst zu einer Tätigkeit zu erklären. Und das wird deshalb gemacht, weil es erlaubt, dann wieder neue Produkte, neue Produktvarianten, weil eben auch diese neu postulierte vermeintliche Tätigkeit eigens ja praktiziert, interpretiert, intensiviert, professionalisiert werden muss. Das würde ich Ihnen gerne an einem Beispiel im Folgenden ausführen, was das bedeutet, wenn sozusagen aus einem Verb eine aktive Tätigkeit gemacht wird. Wohnst du noch oder lebst du schon? War in den letzten Jahren einer der erfolgreichsten, zugleich ein oft variierter Werbespruch. Und diese von IKEA gestellte Frage, würde ich sagen, hat diese Praxis des Marketing selbstironisch auf die Spitze getrieben, nämlich eben aus allem ein aktives Tun zu machen und infolgedessen Produkte anzubieten, die zu dieser Tätigkeit zu verwenden sind. Aber wie sollte denn Leben jemals eine Tätigkeit, eine Beschäftigung sein wie Essen oder Reden oder Küssen? Der Werbeslogan suggeriert, Leben sei eine Steigerung von Wohnen. Also zuerst tut man das eine, dann das andere. Allein deshalb muss es sich dabei, so wird unterstellt, um eigenständige Tätigkeiten handeln, die jeweils voll absorbieren und deshalb so wenig gleichzeitig stattfinden können wie Lesen und Schwimmen. Das aber ist als Absurdität sofort offenbar und das war auch der Grund für den Erfolg dieses Slogans. Plötzlich konnte einem bewusst werden, dass eben Wohnen und Leben gerade kein spezifizierbares Tun darstellen. Vielmehr können einzelne Tätigkeiten das Wohnen oder Leben höchstens exemplifizieren. Also in diesem Sinne verweist Fernsehen, verweist Kartenspielen, verweist alles, was man zu Hause tut, irgendwie auf Wohnen, ohne damit aber synonym zu sein. Man kann eben auch nicht unabhängig von oder zusätzlich zu einer solchen Tätigkeit noch wohnen, so wenig wie Sie Obst kaufen können statt oder zusätzlich zu Bananen oder Äpfeln oder Kirschen. Also eigentlich stellt es eine Tücke der Grammatik dar, dass Wohnen oder Leben genauso Verben sind wie Schneiden oder Zähneputzen oder Garetzen. Dieser IKEA-Slogan spielt also mit dieser Tücke. Anders aber das Marketing, das nützt sie eben üblicherweise aus, diese Tücke der Grammatik, und macht den Konsumenten eben immer wieder glauben, zum Wohnen, zum Leben, da gehören ganz bestimmte Dinge dazu, nur dann kann man richtig wohnen, echt leben und so weiter.
Gerade weil das aber nicht geht, weil man sozusagen nie so wohnen kann, wie man Kaffee trinkt oder telefoniert, bleibt auch bei den Konsumenten immer so eine gewisse Verwirrung, so eine gewisse Unsicherheit, so ein Unbehagen zurück. Also egal, was man kauft, egal, womit man sich umgibt, irgendwie bleibt der Verdacht, so richtig wohnen tut man doch noch nicht. Oder Leben ist dann doch noch irgendwie ein bisschen was anderes. Manche sagen dann vielleicht sogar über sich, ja, im Kochen bin ich ganz gut oder Autofahren kann ich, aber zum Wohnen bin ich irgendwie unbegabt. Und man wird, selbst wenn man noch so viel Zeit mit konzentrierten Beschäftigungen zu Hause verbringt, das Gefühl nicht los, dass Wohnen eben doch noch irgendwie was anderes ist. Das wiederum ist natürlich für die Produzenten ein Vorteil, dass wir uns dann letztlich doch nie so als jetzt sagen, erfüllte Wohner erleben können, weil so kann man uns immer wieder neue Dinge sagen, mit der Verheißung anbieten. Jetzt gelingt es aber wirklich dann das Wohnen, also man kann sagen, immer neue Märkte damit auch schaffen und bespielen. Nun, dieselbe Paradoxie, die dem IKEA-Slogan zugrunde liegt, machte sich 1951 schon Martin Heidegger zunutze. Einem Vortrag gab er den Titel Bauen, Wohnen, Denken, hat also hier seinerseits suggeriert, das Wohnen in die Mitte gesetzt, sei genauso eine Tätigkeit wie das Bauen und das Denken. Anders als bei IKEA geht es bei Heidegger jedoch nicht darum, der Tücke der Grammatik mit Augenzwinkern zu begegnen, sondern er nimmt diese Tücke jetzt verdammt ernst und er fordert innerhalb seines Vortrags, dass das Wohnen mit derselben Totalität zu betreiben und zu erfahren ist, wie das Bauen und wie das Denken. Also für ihn handelt es sich dabei, das sollen die unverbunden nebeneinander gestellten Worte signalisieren, gerade nicht um getrennte Tätigkeiten. Mit dem Verweis auf Etymologien behauptet er sogar, es gäbe eine Identität von Bauen und Wohnen. Und vor allem stellt es aber aus seiner Sicht ein Problem dar, dass man das Wohnen nicht oder nicht mehr im selben Sinn wie das Bauen als aktive Tätigkeit begreift. Also er beklagt, das Wohnen sei in Vergessenheit geraten, eben weil es das Gewohnte sei und als solches nicht eigens auffalle. Nun, man kann fragen, wie soll es aber denn anders sein? Heidegger sagt, das Wohnen ist immer schon ein Aufenthalt bei den Dingen. Und was er mit Ding meint, wird wieder etymologisch hergeleitet. Mit Ding versteht er eine Versammlung, also in einem Ding kommen ganz unterschiedliche Bezüge zusammen. Innerhalb des Vortrags beschwört er so einen alten Schwarzwaldhof als Beispiel für ein gewesenes Wohnen, womit zugleich ausgedrückt ist seine Überzeugung, dass es diese alten, dort üblichen Dinge jetzt nicht mehr gibt. Trotzdem, ich glaube, mit diesem Ding-Begriff kann man nach wie vor was anfangen. Also die Vorstellung, Ding ist eine Versammlung von Bezügen. Denken Sie zum Beispiel an einen Kerzenständer. Also irgendwo, wenn Sie diesen Kerzenständer dann dem Nachdenken, den auf sich wirken lassen, dann kommen natürlich in Ihnen Bilder hoch, vielleicht von einem langen Abend, den Sie mit Freunden verbringen, irgendwelche intimen Gespräche, ein feines Essen, Rotwein aus Gläsern, wo sich dann das Kerzenlicht wieder reflektiert. Das ist alles irgendwo mit anwesend, schon in diesem Kerzenständer. Das meint Heidegger, wenn er sagt, in einem Ding ist versammelt sich ganz vieles. Atmosphärisch würde man vielleicht heute sagen, kommt das hier zusammen. Und jetzt würde Heidegger sagen, in diesen Dingen, wo das alles so zusammenkommt, das macht dann den Sinn des Wohnens aus. Solange man diese Dinge aber nur achtlos benutzt, bleibt dieses Wohnen vergessen. Umgekehrt, wenn man sich die Fülle dieser Bezüge vergegenwärtigt, wird es eigens erfahren. Man könnte daraus ableiten, um dem Wohnen, diesem merkwürdigen Phänomen, Präsenz zu verleihen, bräuchte es zweierlei. Also zum einen Dinge, die so gestaltet sind, dass sich möglichst viel mit ihnen assoziieren lässt, dass sie solche Versammlungsorte werden. Und zum anderen braucht es natürlich die Menschen, die das, was in den Dingen an Bezügen zusammenläuft, auch aufmerksam wahrnehmen und bedenken. Beides passiert nicht von alleine, beides verlangt Übung. Und daraus folgert Heidegger, die Menschen müssen das Wohnen erst lernen. Dass das Wohnen üblicherweise eben nicht erfahren, sondern vergessen wird, ist für ihn schlimm, weil er, Sie wissen, er ist Antimodernist und Romantiker, weil er darin das Symptom eines generellen Wirklichkeits- und Seinsverlustes erkennt, dessen Überwindung er für eine
ferne Zukunft erwartet. Und dieser Verlust kennzeichnet aus seiner Sicht die gesamte abendländische Geschichte. Wachsender Macht greift er um sich, um in der modernen technischen Welt einen Höhepunkt zu erleben. Und ja, umgeben eben von industriell Gefertigten, gehetzt von einer sich beschleunigenden Zivilisation, ist dem Menschen, so Heideggers Diagnose, das Wohnen weiter weggerückt denn je. Interessant ist nun, dass er aber vor allem den Dichtern zutraut, zumindest punktuell etwas gegen die Seins-, gegen die Wohnvergessenheit zu tun. Also ihrer Kraft mit Worten Bedeutung zu stiften, sonst nicht eigens Erfahrenes wirklicher werden zu lassen, dieser Kraft gilt seine Sehnsucht. Und das ist natürlich im Weiteren eine Sehnsucht ja nach Innigkeit, nach Überwältigung, nach Ausnahmezustand. Die Arbeit von Gestaltern, von Architekten würdigt er nicht eigens, sieht sie in der Gegenwart offenbar nur als ja, Medien des Regimes der Seinsvergessenheit, sodass von ihnen eben auch gerade keine Rettung zu erwarten ist. Nun, so wie Heidegger reizt es auch nach ihm immer wieder Schriftsteller und Dichter, diesem Wohnen als einem bewussten, einem ausschließlichen Tun nachzuspüren, es gegenüber der üblichen Erfahrungspraxis aufzuwerten. Also so wie wir eben jemanden wie Clemens Setz haben, der neue Differenzierungen entwickelt, indem er alten Wörtern neue Bedeutungen gibt, so gibt es genauso natürlich Schriftsteller und Dichter, die eher halt in bestehende Worte hineinhorchen, sie so ernst nehmen, eben wie es Grammatik und Etymologie erlauben. Ein Beispiel dazu aus dem Versuch über den geglückten Tag von Peter Handke aus dem Jahr 1991, Zitat: Hätte ich nicht einmal den ganzen Tag im Haus bleiben sollen, nichts tun als wohnen? Das Glücken des Tags mit purem Wohnen? Wohnen, sitzen, lesen, in Nichtsnutzigkeit prangen. Was hast du heute getan? Ich habe gehört. Was hast du gehört? Oh, das Haus. Ja, so sehr Dichter, Philosophen also hier auf einer aktiven, einer bewussten Erfahrung des Wohnens bestehen, so sehr sorgen in der heutigen Konsumkultur jedoch vor allem Designer, Marketing-Experten dafür, dass das Wohnen zu einer eigenen Profession wird, die sich lernen lässt, zu der man aber eben auch genauso bestimmte Utensilien braucht wie zur Ausübung anderer Professionen. Allerdings gefiel es Heidegger sicher nicht, dass heute spezielle Wohnaccessoires produziert werden, um Atmosphären des Wohnens zu erzeugen. Er würde das ganz sicher als künstlich, als Ausdruck bloßer Zweckrationalität brandmarken, dass jetzt Hersteller im Vorfeld der Produktentwickler von der Marktforschung eruieren lassen, welche Wünsche, welche Sehnsüchte Konsumenten haben und was sie bei bestimmten ästhetischen Codes assoziieren. Andererseits könnte man natürlich sagen, heutige Produkte sind hervorragender Weise das, was Heidegger unter einem Ding verstanden hat, also eben eine Versammlung von Bezügen. Es ist eine unglaubliche semantische Dichte in den meisten heute designten Produkten, also zumindest bei höherklassigen Objekten ist fast jeder Sinnesreiz, jedes Material, jede Form, jeder Kontext vorab vermessen und reflektiert. Und für jedes soziale Milieu, für jedes Ambiente, für jede Situation gibt es optimierte Produktvarianten, mit denen jeweils etwas andere Bezüge zusammenkommen, eine andere Versammlung, ein etwas anderer Ding-Charakter entsteht und damit eine etwas andere Atmosphäre entsteht. Weitkorn hätte sich Heidegger das auch 1951 in der ärmlichen Nachkriegszeit nicht so recht vorstellen können, wie aufgerüstet die Dingkultur einige Jahrzehnte später sein würde, als die Innenarchitektur ziemlich brach lag, es so gut wie keine Designermöbel gab und erst recht natürlich von all den Schalen, Tonfiguren, Lampen, Kissen, Buddhaköpfen, Duftkerzen, Vasen, Bildern, Töpfen, die es in Einrichtungshäusern, Baumärkten, Accessoireshops massenweise zu kaufen gibt, noch nichts zu sehen, zu spüren, zu riechen war. Gut, vieles von diesen Dingen mag auch irgendwie eine Funktion besitzen, aber oft, denke ich, ist diese Funktion auch nur Anlass, nur Vorwand, um ein Ding zu designen, das dann bei den Konsumenten, bei den Besitzern das Gefühl erzeugen soll, sie würden eben nichts engagierter tun als wohnen. In Wohnzeitschriften, in Lifestyle-Magazinen oder auf Websites wie Freunde von Freunden wird das Wohnen fortwährend vorgeführt. Diverse Atmosphären von Wohnlichkeit, von gemütlich bis cool
sollen andere dazu inspirieren, sich ähnlich einzurichten, sich aber vor allem immer wieder Gedanken über das Wohnen zu machen. Nun, wie genau wird dieser Eindruck erzeugt heutzutage, an einem Ort werde gewohnt? Oder wie fühlt sich das Wohnen dann eigentlich an, wenn es erlebt oder wenn es auch nur imaginiert wird? Wie genau wird eigentlich suggeriert, Wohnen lasse sich als eigene Tätigkeit betreiben? Ein paar kleine Beispiele. Es fällt auf, dass viele der Möbel, der Accessoires, die im Zusammenhang prononcierten Wohnens gezeigt werden, sehr präsent in ihrer Materialität sind. Also Holz, Beton, Steine, Stoffe werden eigens in Szene gesetzt. Weit könnte man sogar sagen, sie werden manchmal geradezu pornografisch dargeboten, sodass die Aufmerksamkeit ganz auf die Werkstoffe selbst konzentriert wird, während die Funktionalität der Objekte in den Hintergrund tritt. Also Holz besitzt dann eine raue Oberfläche, ist gesprungen, Stein wirkt gerade herausgeschlagen, Beton- oder Ziegelwände sind unverputzt, bei Stoffen sieht man einzelne Fäden oder Fasern. Generell kann man sagen, mit solchen Beispielen, die Dinge zeigen ihr Gemachtsein. Dieses Gemachtsein scheint auch noch im Prozess begriffen zu sein, so als könnte man jederzeit selber weitermachen, das Holz feilen oder glätten, eine Form begradigen, ein Muster entwickeln, eine Wand verputzen, was auch immer. Also die pure Materialität ruft sogar nach einer Bearbeitung. Es ist so eine Ästhetik des Non Finito, mit der man hier immer wieder konfrontiert ist, und diese Ästhetik appelliert zu aktiver Weiterführung. Und dabei lässt eben der gebotene Zwischenzustand Spielraum für die Fantasie. Man kann sich ausmalen, was sich noch alles aus einem Objekt machen ließe und wie lustvoll es wäre, eine im Design angelegte Form noch stärker herauszuholen. Auf eine etwas andere Art entsteht ein Eindruck von Non Finito, auch wenn ein Produkt sich als improvisiert gibt, aus Einzelteilen zusammengesetzt, sodass beliebig viele andere Kombinationsmöglichkeiten genauso vorstellbar sind. Gerade auch bei höherpreisigen Anbietern ist das durchaus beliebt. Manchmal geht es auch so weit, dass hier so mit Erscheinungsweisen einer Do-it-yourself-Ästhetik gespielt wird und ja, immer wieder aber so das Ziel darin besteht, dass sich so das Sich-Einrichten im Kopf des Konsumenten noch gleich fortsetzt. Ebenfalls gerne wird Material, selbst bei neuen Produkten, als bereits gebraucht gezeigt. Also Spuren von Verwendung, Formen von Patina sollen dann von Tradition und Dauer zeugen, sollen eine Vorstellung einer guten alten Zeit erwecken, Wärme ausstrahlen, aber wie Relikte, die ihrerseits ja so den Charakter von etwas haben, was im Zwischenzustand ist, wecken sie dann auch die Verheißung, man könnte sie jetzt auch nochmal umdefinieren oder ganz anders verwenden, oder ist auch ein Spielraum da erstmal vor allem für die Fantasie, sich mit diesen Dingen, die auch wieder ein Stück weit frei geworden sind, funktional, sich dazu was vorzustellen. Wenn man jetzt nochmal diese Dingendefinition nimmt, könnte man sagen, als Versammlung von Bezügen gedeutet, wecken viele dieser Dinge, die zum Wohnen da sein sollen, Assoziationen zum Selbermachen, zu Handwerk, zu Individualität, und in der Beschwörung von Materialität stehen sie sicher auch für Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, Authentizität. Also man kann sagen, das Wohnen wird durchaus ähnlich antimodern kodiert wie bei Heidegger. Die Designtheoretikerin Melanie Kurz hat gerade in einem frisch publizierten Buch Handwerk oder Design sehr schön gezeigt, wie stark eine insbesondere auf den Märkten des Wohnens verbreitete Ästhetik des Handgemachten von Ressentiments gegen industrielle Produktionsweisen gespeist ist. Ja, und so wie Wohnobjekte wegen ihres Non-Finito-Designs voller Möglichkeiten zu stecken verheißen und dank ihrer Aura aus Unschuld und Freiheit vielleicht sogar beglücken, so sorgen bei vielen, jetzt vielleicht eher in den preisgünstigeren Segmenten, ebenso zahllose Wohnaccessoires, die keine klare Funktion besitzen, für Glücksgefühle. Als etwas, das erst mit Sinn versehen werden muss, sind diese von stilbewussten Wohnern als Nippes oder Staubfänger abgewerteten Accessoires Projektionsflächen,
sofern sich verschiedene Verwendungsweisen für sie denken lassen, sollen sie aber inspirierend sein und auch beinahe schon so eine Inspiration und Imperativ gehen hier ineinander über, so wohne endlich geht natürlich auch immer so als Imperativ von diesen Accessoires aus. Aber sie sollen inspirieren, man soll sich alles Mögliche dazu vorstellen können, was man damit machen kann. Sie sollen in so eine Stimmung der Kreativität versetzen. Und wenn Sie mal ein bisschen darauf achten, Sie werden feststellen, ich glaube wirklich das meistverwendete Wort im Kontext von Wohnzeitschriften, Möbelkatalogen, Texten über DesignerInnen, Architekten ist seit einigen Jahren das Wort Inspiration. Also es einerseits, man sucht die Inspiration, andererseits, man bekommt sie. Es ist also das Wohnen so als der Ort, an dem sich das lebendig erfahren lässt. Also wollte man es paraphrasieren, könnte man auch nochmal sagen, Wohnen heißt in der heutigen Designkultur vor allem zu eigenem aktiven Tun angeregt zu werden. Oder es heißt eben, eine lustvolle Intensität zu verspüren, die aber gerade nicht zielgerichtet ist, sondern sich irgendwo im Ungefähren hält. Oder nochmal anders gesagt, Wohnen meint, sich für vielerlei disponiert zu fühlen, die Verheißung zu spüren. Das Wichtigste, das Schönste, das Beste habe man immer noch vor sich. Deshalb ist, paradox klingt das vielleicht zuerst mal, der wichtigste Ort für das Wohnen auch nicht das Wohnzimmer, sondern der Point of Sale, also der Ort, wo verkauft und gekauft wird. Am Point of Sale hat nämlich das Gefühl, etwas noch vor sich zu haben, seinen natürlichen Ort. Und zugleich wird die Reflexion über das, was sich mit einem Objekt, mit seinem Material, mit seinen möglichen Funktionen tun ließe, hier eigentlich überstrapaziert. Eben der innere Film, den ein Produkt auslöst, der dauert nur ein paar Sekunden, höchstens ein paar Minuten, bis eine Kaufentscheidung gefallen ist. Und die geweckten Vorstellungen von Wohnidyllen und erfüllter Lebenszeit erscheinen einfach nie so frisch wie im Laden, wo die ganze Verheißungskraft der Produkte auf einen einwirkt. In besseren Fällen verstärkt sich diese Erfahrung in den eigenen vier Wänden und die inneren Bilder lassen sich in das Leben übersetzen. Allerdings viel häufiger wird das neue Ding ziemlich schnell vom Alltag absorbiert und nie mehr so bewusst erlebt wie im Moment des Kaufs. Zu Hause fehlt oft einfach auch die Gelegenheit zur Reflexion oder nach und nach erschöpfen sich die inneren Bilder und Fantasien. Jederzeit droht Ernüchterung oder etwas, hier möchte ich nochmal ein altneues Wort von Clemens Setz ins Spiel bringen. Er bezeichnet diese Erfahrung, die man da machen kann, als Dingsaal. Und nennt das die stummen Auseinandersetzungen mit Gegenständen in Stunden fehlender Konzentration, Festhalte- und Wiederfindungsstörungen. Das ist also Dingsal. Ja, eben gemessen am zuerst intensiv imaginierten Wohnen gerät der Umgang mit den neuen Wohnobjekten dann eben sehr schnell auch zu einer hilflosen Tätigkeit im Leerlauf. Man spürt zwar immer noch all diese Appelle der Formen von Non Finito zum Beispiel, aber wenn es eben nicht gut läuft, dann erzeugen diese Appelle letztlich mehr Leere als Freiraum, mehr Unruhe als Aktivität. Und einmal mehr missglückt der Versuch, endlich zu erfahren, was Wohnen denn wirklich ist. Also es wird eher in der Vorstellung als zu Hause gewohnt, eher beim Anschauen von Wohnungsfotos oder im Designerladen als im eigenen Wohnzimmer. Dabei aber lässt sich der innige Wohnmoment am Point of Sale dank eines Rituals zumindest ein wenig verlängern, haben doch gerade hochpreisige Produkte mit hohem Atmosphärenanspruch oft eine Lieferzeit. Also in den Wochen dann bis zum Eintreffen des Produkts lassen sich die inneren Bilder noch weiter entwickeln, lassen sich intensivieren. Also deshalb sollten Lieferzeiten zumindest von denjenigen, die Dinge als innige Versammlung erfahren wollen, viel mehr als bisher gewürdigt werden. Also würde man Lieferzeiten verkürzen, sie gar ganz vermeiden, dann würde der emotionale Mehrwert des Konsumakts doch erheblich leiden. Und dieser emotionale Mehrwert besteht eben bei heutigen Wohnobjekten vornehmlich darin, dass sich das Wohnen, ich hatte es schon so ein bisschen paraphrasiert, so eigentlich dem Kreativsein annähert.
Dabei allerdings handelt es sich ja wieder um so ein komisches Verb, das nicht eine bestimmte Tätigkeit benennt, sondern mit ganz verschiedenen Tätigkeiten assoziiert ist. Also ein Bild malen, etwas töpfern, ein Konzept schreiben sind alles Beispiele für Kreativsein, so wie Kochen, Lesen, Stricken Beispiele für Wohnen sind. Aber man kann eben auch kreativ sein, nicht unabhängig von oder zusätzlich zu einer solchen Tätigkeit. Aber auch hier wieder kann man sagen, genau das suggerieren eigentlich Design und Marketing. Für alle, die Kreativität erfahren wollen, gibt es genauso viele Produkte, genauso viele Märkte wie für alle, die das Wohnen erfahren wollen. Und so wie das Wohnen als Kreativsein ausgelegt wird, nimmt umgekehrt das Kreativsein in der Produktwelt oft den Charakter des Wohnens an. Also Werkbänke sehen dann aus wie Möbel oder ein Kalligrafieset sieht aus wie ein Wohnaccessoire. Viele dieser Kreativprodukte sind ihrerseits materialbetont, in Spielarten von Non Finito gestaltet und entsprechend auch wieder geeignet als Projektionsflächen, die so in eine frei assoziierende Stimmung versetzen, die eben wieder inspirierend wirken sollen. Also man kann sagen, die Konsumenten werden so in ein raffiniertes Wechsel- und Verwechselspiel versetzt. Wer sich als aktiv wohnend erleben will, spürt auf einmal kreative Kräfte in sich, aber sobald das Kreativsein dann selber zum Ziel wird, lässt es sich auch wieder nicht so richtig erleben, genauso wenig wie das Wohnen. Es ergeht dann auch wie mit dem Wohnen, was auch immer man gerade macht. Irgendwie bleibt das Gefühl, Kreativsein ist doch noch mal ein bisschen was anderes. Ich brauche noch 2 Minuten, ja. Gut, also Wohnen und Kreativität waren natürlich sicher auch schon Gegenstand von Wunschvorstellungen, lange bevor das Design und das Marketing darauf verfallen sind, jedes Verb zu einer aktiven, eigenen Tätigkeit zu steigern. Trotzdem würde ich eben sagen, die entsprechenden Wünsche sind durch die extra entwickelten Produkte ganz erheblich angefacht worden. Und weil sie aber die Erfüllung dieser Wünsche immer wieder verschieben, also den Charakter von Verheißungen besitzen, bewirken sie letztlich eine Unruhe. Würde den Menschen eben nicht immer wieder mitgeteilt, sie könnten doch wohnen, sie könnten doch leben, sie könnten doch kreativ sein, dann würde eben auch nicht so sehr die Sorge auftauchen, irgendwas fehlt einem doch noch. So hingegen kommt eben einem die eigene Wohnung nicht wohnlich genug vor, man empfindet sich als zu einfallslos, zu passiv, zu langweilig. Und man befürchtet Defizite bei etwas, für das früher Generationen wohl nicht einmal einen Begriff gehabt hätten. Und entsprechend begibt man sich ebenso hartnäckig wie vergeblich auf die Suche nach etwas, das diese Defizite lindern könnte. Aber letztlich bezahlt man eben seine Wünsche damit, unerlöst zu sein und unerlöst zu bleiben. Ja, also wo Designer dich dann ähnlich die Wirklichkeit noch wirklicher machen, schaffen sie zugleich neue Ängste und Nöte. Etwas wie das Wohnen muss daher tatsächlich erst gelernt werden, aber eben ganz anders, als Heidegger es gefordert hatte. Statt eben nur auf ein Design zu setzen, das jedes Verb zur aktiven Tätigkeit erhebt, braucht es genauso ein Design, das die Menschen von den in die Welt gesetzten Imperativen wieder entlastet. Es braucht ein Design, das es erlaubt, vieles möglichst gleichgültig zu tun, ohne dabei eigens immer etwas erleben zu müssen, ohne eben immer in diesem Modus des Professionellen, des Ausschließlichen sein zu müssen, ohne einem Erfahrungsdruck ausgesetzt zu sein. Oder anders gesagt, es braucht ein Design, das sich um die Verben nicht weiter schert. Nur dann wird sich auch jenes Defizitgefühl vermindern lassen und dann wird vielleicht sogar gelernt werden, dass Dingsal auch etwas ganz Schönes sein kann. Danke.